Ja, die Lags sollten behoben sein, damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Minecraft Dungeons Echoing Void. Der zweite Versuch. Warum, fragt ihr euch? Nach 4 Minuten ist die Aufnahme abgestürzt, weil ich irgendwas versucht habe. Eine unerwartete Wildnis erstreckt. Ich weiß nicht genau was. Ach ja, ich wollte die Aufnahmelautstärke leiser machen. Weil das echt extremst laut war. Hier jetzt noch nicht. Aber später ist es ziemlich laut geworden, da wollte ich es leiser machen und dann ist einfach die Aufnahme geschützt. Da unten läuft übrigens dieses Ding die ganze Zeit rum. Das erschreckt einen total. Ja. Die da hinten, die sind gestärkt. Oh, die sind sehr gestärkt. Hallo, 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 okay, ich sollte mal die Karte öffnen, damit ihr überhaupt was seht. Oh ja, wir haben einen Brand. Sehr schön. Oh, die Map ist anders. Nein, sag jetzt nicht, die Map ist jedes Mal. Oh Gott, die Map ist jedes Mal anders. Weil diesen Baum hatte ich vorher nicht. Okay, das heißt, es ist alles neu gerade. Cool, dass hier unten so Gräser wachsen. Oh, da hinten. Das ist aber wieder gleich, genau. Kurz nach dem Ding ist die Aufnahme abgestürzt. Bekämpfen wir die mal kurz. Ich finde es aber doof, wenn die Aufnahme abstürzt. Aber das Problem ist, ihr hört es ja. Es ist extremst laut. Ich weiß überhaupt nicht, ob ihr mich noch hört. Ich hole mal kurz mein Mikrofon ein Stück näher, weil das echt sehr, sehr laut ist. Tut mir auch leid, falls es zu laut ist. Ich weiß es aber nicht. Okay, wir können weiter. Genau, und hier ist mir aufgefallen, dass es so ultra laut ist. Ich wollte die Aufnahme leiser machen. Dann ist das Dings einfach abgestürzt. Okay, wo geht's hier lang? Oh, die können sich hier hochporten, was? Wie unfair ist das denn? Ich schmeiß das darüber. Oh. Der hierher rufen. Da ist ein Knopf. Okay, hier geht's nicht raus. Ich habe mich schon gewundert. Finde den Schlüssel. Ja, mache ich. Wo denn? Vielleicht hätte ihn einer von diesen Ender-Dödels. Man muss wirklich den Secret aktivieren. Nur mal gucken. Oh, oh, ich dachte gerade ein großer. Oh ja. Der Bogen. Der Hammer. Ja, aber ich habe keinen Schlüssel. Das hier? Das ist nur wassermäßig. Okay, jetzt haben wir wieder nicht so schöne Musik. Schade. Aufnahme läuft noch gut. Ich muss ja mal gucken, weil ich mache mir jetzt ja schon Sorgen. Und ich merke gerade, dass mein Voice ziemlich, ziemlich leise ist. Mein Mikrofon ist gar nicht richtig ausgerichtet. Entschuldigung, Leute. So, jetzt solltet ihr mich schon besser hören. Ich habe jetzt nämlich den Kopf meines Mikrofons gedreht. Ja, okay. Tut mir leid, Mann, warum fällt mir sowas auch immer erst so spät auf? Hier geht's noch rein. Ach ja, hier waren die Dinger. Die sich da einfach durch die Tür durch zu uns hochgeportet haben. Was ist das hier? Nichts, okay. Dieses weiße Marmorgebilde da, ich hab keine Ahnung.
Da ist der Schlüssel. Oh ja, die sind stark. Wir machen eine kurze Pause und heilen uns erstmal. Oh, und holen unser Lama zurück. Das war gerade nicht da. Seltsam. Hier. Für die jeweilige Auflösung sind folgende Bitrate-Spannen möglich. Bei 1080p 60 FPS 6000 und bei 1080p 13 4500. Ja, ich hab's jetzt auf 7000. Ein bisschen stärker. Bis jetzt gab's auch noch keine Lags. Und, weil stand auch, je mehr man einstellt, desto flüssiger soll die Aufnahme nachher aussehen. Gut, wenn ich jetzt hier natürlich so drück, dann leckt das bei mir auch. Aber wenn ich flüssig laufe, dann solltet ihr auch ein flüssiges Erlebnis haben. Apropos flüssiges Erlebnis. Wie komme ich an diese Kiste? Das ist seltsam. Ich weiß es nicht. Egal, wir brauchen die Kiste nicht. Jetzt ist da nachher so ein ultra krasses Item drin. Wir haben aber auch noch nichts Neues eingesetzt. Oh doch, Schalker-Rüstung. Ah, dazu kommen wir später am Ende der Folge natürlich, wo wir uns wie immer die ganzen neuen Ausrüstungsartefakte anschauen. Achso. Boah, ist das verworren jetzt. Och. Ich sollte langsam wissen, dass sie sich teleportieren können. Da waren wir vorher, gar. Da sind wir vorher langgelaufen, Leute. Also ich weiß nicht, ob in... Nee, da sind wir... Doch, das war dieses Wassermäßige. Aber ich weiß nicht, ob es in der Aufnahme war. Was ist das? Echtes Essen? Oh, da ist es schon wieder. Hier gibt's einen Raid. Oh, guck mal, hier ist so eine Siedlung von Pillager. Oh, hier sind sogar die Eisdinger. Nee, ich hasse euch. Ach komm. Sind das neue Gegner? Kann ich mir vorstellen, da? Irgendwie, die sehen neu aus, oder? Liege ich falsch? Ich weiß es nicht. Ich glaube, die hat noch nie Spitzhacke. Nee, nicht die Eisdinger. Nee, geh weg. Ah, okay, wir mussten einfach nur diesen Knopf aktivieren. Aber da vorne geradeaus geht es noch weiter. Ender Gesandter, was? Oh, bitte nicht. Oh Gott, was bist du? Nein, das ist ein großer. Nee. Wobei, wenn ich mich da vorstelle. Oh. Nein, was? Der hat eine Arena gebaut und neue Gegner und oh, Pfeile. Levelaufstieg. Wie komme ich wieder? Der sagt jetzt nicht, der hat mich getrappt. Nee, hat er nicht. Blöd, Mann. Jetzt hier voll drauf. Oh. Wir sind tot. Was? Ist der stark? Huiuiui. Ich bin ja überhaupt kein schreckhafter Mensch. Darauf erstmal Kaffee aufmachen. Hallo? Mein Kaffee geht nicht auf. Hallo? Ich zerreiße das Plastik. Aber der Kaffee geht nicht auf. Habe ich noch einen Schluck hier drin? Oh ja. Okay, da oben geht es nicht weiter. Da will ich auch nicht mehr lang.
das hat mich jetzt ziemlich abgeschreckt, dass die doch immer noch so stark sind. Haben wir was Neues bekommen? Ja, ein Jagdbogen. Ich glaube, den kennen wir schon. Wir gucken uns das abschließen. Oh, da hinten ist eine Kiste eigentlich. Ach ja, das war die, wo wir vorher vorbeigegangen sind. Ich mache mir so Sorgen. Ich glaube, wir müssen hier nicht lang. Aber wir gehen hier trotzdem mal lang. Wenn da so Gegner sein sollte, sind wir natürlich ganz schnell weg. Gibt es vielleicht einen Knopf, den wir drücken müssen? Für später? Erkunde die Enzy... Es gibt Schalke! Okay, erkundet. Ja. Da ist noch einer. Oh, das macht gut Schaden. Keine Ahnung, was wir machen müssen. Ich weiß es ehrlich nicht. Also ich habe jetzt den Schalker mehrmals besiegt, warum auch immer der wieder spawnt. Und es ist nichts passiert. Mir gefallen aber die Designs von diesen neuen Ender-Dödels. Keine Ahnung, wie die heißen. Das sind die nie endende Stadt. So heißt im Übrigen unser Ding. Was ist das für ein Baum? Was sind das für Gegner? Oh, meine arme Maus. Ne, aber die sollte sowas aushalten. Die ist ja für Gaming ausgelegt. Oh, ich bin gleich tot. Schön zu wissen. Das sieht nicht ganz einfach aus. Ihr könnt gerne wieder hoch weiterkämpfen. Hallo, Spooky. Brian schafft das nicht alleine. Genau, in der letzten Folge haben wir den Namen herausgefunden. Beziehungsweise, war das in der letzten Folge? Irgendwann haben wir den Namen gegoogelt. Wir laufen völlig in die falsche Richtung. Schaut mal den gelben Pfeil an. Wir müssen doch durch die Tür da oben? Ja, aber wie? Hä? Oh, 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 oh. Ich hab's gesehen. Ich hab's gesehen. Hallo, ich hab's gesehen. Du hast geleckt. Ich hab's gesehen. Nee, doch nicht. Das sah vielleicht so aus, weil ich mich irgendwie komisch bewegt habe. Doch. Doch. Ja, meine Kamera leckt ein bisschen. Ja, was soll ich denn machen? Ich habe wirklich keine Ahnung. Bin ich einfach... Nee. Ja, hab ich. Ich weiß nicht, wie ich die Tür aufkriege. Ich weiß nicht, wie ich die Tür aufkriege.
Das kann doch nicht wahr sein, echt. Wie ich mich da drauf stelle. Jetzt. Ich habe keine Ahnung. Hier ist so ein weißer Streifen. Hat das was zu bedeuten? Gut. Leute, ihr könnt warten. Keine Ahnung, wie ein Vollschnösel, wie ich da drauf kommen soll. Wie soll man denn da drauf kommen? Vor allem. Ja, ich mag das Rätsel, das ist cool. Es ist genial. Ja, ich habe jetzt gerade 4 Minuten lang eure Zeit verschwendet. So ziemlich. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Ich werde das Video wahrscheinlich eh nicht verlinken, weil ich es vergesse. So wie immer. Von dem her. Gibt einfach. Ich wette, wir brauchen den schon wieder. Ich wette, wir müssen den diesmal noch weiterleiten. Ich wette. Diesmal. Hallo? Gratis Pizza. Nein! Ja, ich wusste es. Ich hab's geriecht. Lama! Lama, Lama. Du bist selber schuld, wenn du stirbst. Mann! Ey! Komm mit. Lama. Das geht doch nicht. Das sind diese Tiere. Von mir aus sollen die Tiere sterben. Wow. Ich finde das Gimmick ist cool. Aber nicht, wenn man irgendwelche Leute, Tiere im Team hat, die keinen Plan haben. Wir brauchen das wieder. Herzlich willkommen zur längsten Folge Minecraft Dungeons. 4 Stück? Lama, Lama. Okay, es hat gezählt. Dann halt nicht. So, meine Tiere bleiben unten. Ha! Hab's recht. Boah, bin ich fies. Nee, aber das nervt halt schon, wenn ihr gerade irgendwie was machen müsst und die Tiere einfach nur nerven. Mikrofon. Das sollte schon so richtig sein. Das wäre gut.
Okay, problematisch wird es jetzt halt. Ich habe geleckt. Wenn wir das Ganze nochmal mit 1000 machen müssen. Dann habe ich nämlich keine Lust mehr. Dann geht das NDLC, macht es sich selber kaputt. Wenn jetzt die ganze Zeit nur Gimmicks mit diesen Dingern kommen. Schalker-Kugeln. Keine Ahnung, wie das heißt. Dann. Nee. Dann rutscht es auf jeden Fall direkt wieder unter den Nether. Ja, aber es sieht gut aus. Auch wenn schon wieder sehr lang ist, das Level, gell? Wobei, zieht 4 Minuten ab, weil ich zu doof war. Zu verstehen. Nein. Spiel. 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 Spiel, ich hasse dich. Wehe, der macht das nochmal. Es ist nur optional. Es ist nur eine Kiste und für ein Sprungpad. Wehe, das braucht man. Warum red ich eigentlich überhaupt noch? Ist doch selbsterklärend. Los, schieß. Wenn der sich jetzt. Geh weg! Ja, die Waffen schauen wir zum Schluss an. Vielleicht muss ich sogar auf die nächste Folge verschieben. Es war optional. Man sollte vielleicht auf diesen gelben Pfeil achten, der eine komplett andere Richtung zeigt. Aber nee, dafür bin ich zu doof. Schöner Schuss. Ach man, warum ist dieses Spiel so doof? Ich weiß, dass es nicht meine Schuld war. Könntest du mich vielleicht runterlassen? Ja, toll, dass ich nichts machen kann. Ich achte jetzt mehr auf den Pfeil. Ja. Es kommt wieder so ein Rätsel, ich riech das doch. Als Profi-Dungeon-Spieler riechst du das. Dass du jetzt den allerersten Kugeldinger nach vorne lenken musst. Ne, hier gibt's welche. Oh, die können selber davon getroffen werden. Hier gibt's irgendeinen Kampf. Ich predikte. Es sind nur Endermilben, okay. Und ein paar von den mittleren. Jetzt hole ich Hundi und Wolfi. Hundi und Wolfi, genau. Spooky und den Wolf. Brian macht das schon gut. Brian ist ein Profikämpfer. Wenn wir gerade schon bei den Namen sind. Oh, okay. Easy. Bäh, geh weg. Da war schon wieder dieses Enderschlangenviech. Enderschlange, ja, das klingt cool. Lerne. Irgendwas Negatives über dieses Spiel gesagt?
Ja, toll, dass die da draußen kämpfen, ich nichts machen kann. Los, Spooky. Da kommen noch mehr. Woo! Okay. Okay, ist tot. Ah, ich kann da durchschießen. Macht zwar keinen Sinn, aber okay. Wir haben Elytra. Was zum Teufel? Aber cool, das ist ja schon. Irgendwie muss man schon sagen, dass es genial gemacht ist. Doch, 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 doch. Immer noch da vorne lang, okay. Hui. Und jetzt immer noch da lang, okay. Hui. Oh. Ah, man lenkt auch, man gibt auch Gas damit. Da sehe ich auch, wo ich lande. Da. Mann, das ist unfair. Die machen coole Sachen, nur um danach wieder alles zu zerstören. Jo, ist doch gut. Die sind stark. Okay, müssen wir was drücken. Was hat das gemacht? Okay, ich habe keine Ahnung, was das ist, aber... Es explodiert. Das ist schon mal was Gutes. Wir mögen ja Explosionen. Wow. Okay, hier ist sonst nichts mehr. Komm, lauf, 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 Kiste. Nee, auch nicht. Toll, unnötig hingelaufen. Das sieht man wahrscheinlich nachher wieder, dass da dieses Ding langläuft. Oh. Sind Churros Flowers nicht die, wo man dann so wegtippet wird? Durchquere den Churros Wald. Aber richtig Sorgen mache ich mir gerade. Aber richtig! Ja, wir laufen einfach mal da rum und in der Hoffnung, wir werden nicht sterben. Kann ich hier drauf laufen? Gut. Ich weiß ja nicht, wo ich drauf laufen kann. Das ist neu. Wir müssen auf jeden Fall da lang. Irgendwie. Also das... Oh! Wir können wirklich... Wir haben die... Oh. Nee, das... Was? Was? Ey, wenn ich hier jetzt sterben sollte, in dem Level... Dann spiele ich das nie wieder. Doch, ich werde schon noch spielen, aber nie wieder. Dann könnt ihr euch darauf gefasst machen, dass die nächste Folge erst in 10 Jahren kommt. Wenn ich hier Game Over gehe. Jetzt habe ich aber total die Angst, ja. Ich, ey, das da hat schon... Seit 32 Minuten laufe ich durch dieses Level. Ja. Betritt das Portal. Da ist doch irgendein blöder Gegner jetzt. Komm. Ja, ich werde gleich erschlagen davon. Hier ist kein Portal. Mutiger Schritt bringt dich dem Ende näher. Okay. Ich glaube, das war sogar bis jetzt das längste Level, was ich jemals in Minecraft Dungeons gespielt habe. Und ich muss sagen,
Das mit den Elytra ist schon. Plus non ultra. Oh, ein Schwert. Stärke 117. Ist stärker als mein jetziges, ich weiß. So, also was haben wir denn? Schattenarmbrust, okay? Jene. Nein, nein. Nein, bitte, bitte. Ich dachte, ich hätte die Kamera bewegt. Also nochmal. Jene, die die Schattenarmbrust benutzen wollen, müssen in vollkommener Dunkelheit trainieren, bevor sie mit ihr schießen können. Was auf Schattenform bei erledigten Gegnern? Okay. Dünn. Obsidian Claymore. Diese enorme Klinge spaltet selbst die dicksten Schalkerschalen mit Schale, mit Style und Leichtigkeit. Lesen kann ich auch nicht mehr. Jagdbogen. Ich glaube, das kennen wir schon. Eine Schalkerüstung nimmt es selbst mit dem schwersten Stahlpanzer auf. Wäre feindlich Projektile ab, erleide weniger Schaden, wenn du überrannt wirst. Seelentänzerrobe. Ich glaube, das kennen wir schon. Ist aber ganz cool. So, jetzt. Wir müssen. Der Kürbis ist noch underrated. Okay. Leute. Ihr wisst, was jetzt kommt. Jetzt kommt dieses typische. Das war's mit dem Video. Ich hab's jetzt gefallen. Wenn es jetzt beim nächsten Mal wieder. Bis dann, Leute. Ciao, diese Masche. Ihr wisst es. Also muss ich es nicht sagen. Ciao.